Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn Rockstar Games ist einfach genial. Denn Rockstar Games hat natürlich den letzten Giftcast to Friends gepatcht, den ich auf dem Kanal hochgeladen habe. Aber Leute, natürlich gibt es eine After-Patch-Variante, die so krass simpel ist, wo ich mir echt denke, so okay, der Praktikant von Rockstar Games ist wahrscheinlich gegen Rockstar Games, denn ich meine, den Glitch haben sie schon 5-mal gepatcht oder sowas und trotzdem geht er immer noch, also einfach genial. Weil das Ganze so genial ist und weil Rockstar Games es einfach nicht hingekriegt, diesen Glitch zu patchen, wollte ich jetzt mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und außerdem, Leute, für die, die mich auch überhaupt gar nicht kennen, abonniert mich, verpasst ihr die krassesten Informationen oder eher gesagt die krassesten Fails von Rockstar Games. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir fangen nochmal direkt an. Was braucht ihr denn überhaupt für diesen Glitch? Für diesen Glitch, klar, braucht ihr einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Abteil des MOCs, Leute, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr ein Fahrzeug, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Also am besten einen kostenlosen LLG, einen Fachi-Roller oder, wie ich hier im Video benutze, diese kostenlose Stockcar-Autos. Aber gut, Leute, was braucht ihr denn sonst noch für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr natürlich einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Und optimalerweise, Leute, hat euer Freund auch das Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet. Und Leute, das war's schon. Mehr braucht ihr für diesen Glitch nicht. Und das Beste an diesem Glitch, ihr könnt diesen Glitch überall machen, wo ihr wollt. Sei es in der Wüste, sei es hier wie bei mir im Video oder woanders. Hauptsache, ihr habt genug Platz für euren MOC. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir gehen doch mal direkt in den Glitch rein. So, ich bin jetzt mit meinem Freund in einer Einladungssitzung, aber dieser Glitch sollte in jeder Sitzung funktionieren. Denn wir treffen uns jetzt einfach hier in irgendeiner Location, wo wir genug Platz haben. In meinem Fall ist es hier dieser Yachthafenparkplatz. So, ich bin jetzt hier mit meinem MOC angekommen. Mein Freund wartet tatsächlich schon mit dem Fahrzeug, was ich gerne haben möchte. Falls ihr wissen wollt, welches Fahrzeug es ist der Comet S2. Gut, habt jetzt euren MOC so geparkt, dass er gut frei steht und ihr auch den blauen Punkt hinten seht am MOC, dann geht ihr jetzt zu Fuß alleine rein und holt das Fahrzeug raus, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Seid ihr jetzt mit dem Fahrzeug draußen angekommen, Leute, muss jetzt euer Freund in euer Fahrzeug einsteigen. Und ganz wichtig, Leute, wenn euer Freund eingestiegen ist, muss er die Optionstaste drücken, damit sich das Optionsmenü öffnet, denn es muss jetzt offen bleiben. Hat euer Freund das jetzt gemacht, fahrt ihr jetzt wieder zurück zu eurem MOC und drückt jetzt auf die rechte Pfeiltaste, um ins MOC reinzufahren. Aber Leute, ihr seid gefreezed und euer Freund wird automatisch aus dem Fahrzeug rausgeschmissen. Wurde euer Freund rausgeschmissen, fahrt jetzt einfach ein paar Meter zurück. Denn ganz wichtig, Leute, sobald ihr aus eurem Fahrzeug wieder aussteigt, muss natürlich auch wieder der blaue Kreis sichtbar sein vom MOC. Ganz wichtig. So, habt ihr das gemacht, muss jetzt euer Freund als nächstes tatsächlich das Optionsmenü wieder schließen, denn euer Freund muss die Franklin-Meldung machen. Das bedeutet, euer Freund haltet jetzt die untere Falltaste gedrückt und wählt irgendein Story-Modus-Charakter aus. Es ist wirklich völlig egal, welcher, Hauptsache irgendein. Dann erhält er nämlich eine Meldung in GTA, ob er sicher ist, dass er in Story-Modus gehen möchte, bla bla bla. Und dieser Meldung muss jetzt einfach chillen. Wirklich einfach nur chillen. Denn ihr seid jetzt wieder dran, denn wir müssen mal jeden Giftcast of Friends Tray nämlich auch einmal die Franklin-Meldung machen, aber wir brechen diese Franklin-Meldung auch wieder ab. Ganz wichtig. Denn ich suche jetzt hier auch einen Story-Modus-Charakter aus, und mein Fall hatte ich ja nur einen. Geh jetzt auf den drauf, krieg auch hier natürlich wieder die Meldung mit Story-Modus, bla bla bla, und breche das Ganze ab. Ganz wichtig, jedes Mal machen bitte. Denn als nächstes gehen wir jetzt zum MOC. Gehen wir jetzt hier zu diesem blauen Kreis, erhalten wir jetzt natürlich das Menü, ob wir alleine reingehen möchten oder mit unserem Freund. Damals, bevor es gepatcht wurde, war es nämlich so, dass dieses Menü sich ganz, ganz schnell verbuggt hatte und so gesehen diesen Glitch hervorgerufen hatte. Das haben sie jetzt gepatcht, aber Leute, es gibt eine After-Patch-Variante. Wirklich super leicht. Denn als erstes scrollen wir jetzt auf diese Freunde-Option. Nicht bestätigen, nur drauf scrollen. Denn jetzt öffnet ihr das Optionsmenü, geht auf Online und könnt eigentlich hier irgendwas machen. Ihr geht kurz hier in Jobs rein und dann wieder raus, ohne irgendwas sonst gemacht zu haben. Einfach nur in diesen Job kurz rein und raus in diesem Optionsmenü. Dann schließt das Optionsmenü und ihr seht, zack, mein Menü hat sich schon verbuggt wie damals beim alten Giftcast to Friends. Aber Leute, falls ihr diesen Weg nicht machen wollt, könnt ihr es auch anders machen. Sprich, ich gehe jetzt hier zur Seite, mache das Ganze nochmal, blauer Kreis, scrolle auf mit Freunden beitreten, nicht bestätigen natürlich, drücke jetzt wieder die Optionstaste, gehe auf Online und gehe jetzt hier zum Beispiel auf Sharkards kaufen oder Criminal Startup Pack oder hier auf neue Sitzung suchen, dann natürlich die Meldung, die kommt, abbrechen oder geht hier Online verlassen, diese Meldung natürlich auch abbrechen.
müsst ihr irgendwas mal gedrückt haben und dadurch verbuggt sich das Menü und das ist der ganze Workaround an diesem Glitch, Leute. So Leute, in meinem Fall, um diesen Glitch jetzt einfach mal weiterzuführen, bin ich jetzt hier einfach tatsächlich auf Spieler gegangen, hat dann wieder das Optionsmenü geschlossen und ihr seht, mein Menü ist verbuggt. Da ich ja eben vorher auf mit Freunde gescrollt habe, kann ich jetzt einfach X drücken, um das so gesehen zu bestätigen, auch wenn ihr es hier nicht seht. So, ihr werdet jetzt einen Blackscreen erhalten. Dieser Blackscreen ist tatsächlich unendlich. Das bedeutet, ihr seid praktisch gefreezed. Um aus diesem gefreezed Modus wieder rauszukommen, könntet ihr theoretisch auch eine Zielmodus-Meldung machen. Aber Leute, da wir eben die Franklin-Meldung gemacht haben, machen wir das Ganze jetzt hier einfach mit der Franklin-Meldung. Denn wir halten die untere Pfeiltaste jetzt gedrückt und wählen einen Story-Modus-Charakter aus. Aber Leute, das seht ihr in diesem Menü nicht. Das musst du so gesehen nach Bauchgefühl machen. Habt ihr einen Story-Modus-Charakter ausgewählt, werdet ihr natürlich wieder auch die Meldung in GTA erhalten, ob ihr in Story-Modus gehen möchtet, bla bla bla. Diese Meldung natürlich ablehnen. So, jetzt seid ihr entfreezed. Was müsst ihr machen? Ganz einfach, ihr lauft jetzt zum Fahrzeug von eurem Freund, was ihr gerne haben möchtet, steigt ein und fahrt weg. Denn nach einer gewissen Zeit werdet ihr automatisch in euren MOC reingezogen. Und Leute, hier muss ich ganz klar sagen, es gibt jetzt hier keine gewisse feste Grenze, dass ihr nach 10 Sekunden automatisch reingezogen werdet oder nach so, so vielen Metern, die ihr gefahren seid. Das ist tatsächlich komplett random. Also nicht verzweifeln, wenn es zum Beispiel am Fahrzeug mal ein bisschen länger dauert oder ihr ein bisschen länger fahren müsst, bis ihr reingezogen werdet. Fahrt einfach weg und irgendwann werdet ihr auf einmal angehalten, habt einen Blackscreen und zack, bum, bam, ihr seid im MOC. Wie geil ist das denn? Und das Fahrzeug, was ihr jetzt hier drin habt, ist sogar komplett abgespeichert und es gehört jetzt euch. Aber natürlich keine Sorge, Leute, euer Freund verliert das Fahrzeug natürlich nicht. Ich sage euch hier, Leute, mein Freund hat das Fahrzeug noch behalten. Es steht hier, ist natürlich für ihn neu gespawnt und ihr seht auch, das ist komplett das gleiche Fahrzeug. Wirklich, wie einfach ist dieser Gift Cast to Friends, bitteschön. Und weil dieser Gift Cast to Friends so einfach ist, Leute, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die mich doch überhaupt gar nicht kennen und mich auch noch nicht abonniert haben, naja, warum nicht? Dieser Glitch ist super einfach, er funktioniert und, ey, bin ich nicht sympathisch? Also, let's go! Aber ich würde sagen, ich bin raus, Leute, euer Wombat. Ciao!